Es stürmt wie Sau draußen. Die Allergien kommen, die Pollen fliegen. Willkommen zurück zu Innedruckt, im allergiegeplagten Podcast von Ich muss Basel. Sie gerade schon unterbrechen, Oh. weil zu diesem Zeitpunkt führen wir bereits 1-0 in Zürich. Wie ist das gegangen? Schnell. Das geht doch nicht. Ich habe 12 Sekunden. kaum einen Satz können sagen und schon ist der Ball im Goal. Kommen wir später darauf zurück, würde ich Wunderbar, sagen. Patrice. Ja. Hug, was ich dich auch fragen wollte. Was ist schon immer dein Traum gewesen, außer die Gellibandi vielleicht? Mein Traum? Ja, ist ganz klar, Salzburg Fußball spielen. Und deine? Natürlich der gleiche. Red Bull ist immer mein Traum gewesen. Unfassbar toller Verein. Absolut. Müssen wir unbedingt hingehen. Wir alle wollen da. Lieber Noah, Grüße nach Salzburg. Fangen wir an? Fangen wir an mit dem Noah. Willst du noch über das nochmal weiterreden? Nein, reden wir später nochmal ein bisschen. Wir noch gerne mal euch etwas mitteilen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Siehst du, langsam habe ich das richtig drauf mit den Zuhörerinnen und Zuhörern. Keine Zuschauer. Keine Zuschauer mehr. Geht's nicht, auch nicht viele Zuschauer. Aber wir haben langsam mehr Zuhörer als GC-Zuschauer, hat Patrice. Wir haben das nie so kommuniziert, aber es war natürlich unser Ziel, dass wir mit einem Podcast mehr Zuschauer haben als GC. Ist jetzt passiert, mit der letzten Sendung haben wir mehr Zuschauer gehabt als GC in Start. Uschi. In Lausanne. 52 Zuschauer. Wir haben euch toppt, GC. Sorry. Alles dank euch. Wir bedanken uns wirklich herzlich dafür, dass ihr immer unsere Seich hört. Ich meine, es scheint ja wirklich irgendeine Value zu haben für euch. Und vielleicht haben ihr wirklich alle keinen Job und haben einfach nichts zu tun. Oder liegen oft in der Badwanne. Das ist das Gute. Man kann einen Podcast während dem Job hören. Richtig. Wegen dem haben wir die Idee auch gehabt, oder? Fußball ist gespielt worden in der Super League. Warte kurz, ich habe gerade heute Morgen übrigens gehört, es ist nicht überall in Europa Fußball gespielt worden, weil in gewissen Ligen, ich weiss nur leider nicht in welchen, ist der Wind so stark gewesen, dass der Ball Gladbach einfach weggeflogen ist. Ist das richtig? Gladbach ist abgesagt worden. Ich bin auch flotschnass ins Geschäft gekommen, by the way. Es hat geregnet, es hat gestürmt, alle dürfen Roller von unserer Hütte liegen auf dem Boden, außer meine. Außer deine. Die Vespa von 1985 ist stehen geblieben. Das war halt eine Wertarbeit gewesen. Wollen wir mal die anderen Matches schauen, Patrice? Bitte. Was ist so gelaufen, außer dem FCB? Mit was willst du anfangen? Mit unserem Liebling? Nein, noch nicht. Xamax Luzern. Xamax Luzern. Den Match habe ich zur Hälfte geschaut. Scheins. Soll ich dir davon erzählen? Bitte, erzähl mir ein bisschen davon. Es hat mich richtig angeschissen, als ausgerechnet der Match gekommen ist. Weil es ist absolut unattraktiver Scheiss. Wie funktioniert das eigentlich? Ein Scheiss-Affische. Darf der SRF aussuchen, welchen Match sie bringen? Also wenn sie das gemacht haben, haben sie sicher ein bisschen den Falschen genommen. Ich hätte effektiv lieber den FC Thun geschaut. Oder St. Gallen. Oder St. Gallen. Oder GC in der Challenge League. Aber nein, ich durfte den Xamax schauen. Und, was natürlich nicht gesagt hat, dass GC 4-1 verloren hat, der Match vor 250 Zuschauern. Wenn wir das vielleicht noch ein paar Mal erwähnen durch die Sendung durch, weil es so schön ist. Sorry, GC, aber ja. Ich glaube, der Stefan Büsser ist GC-Fan. Ja. Man schloss auch uns zu. Ich glaube es nicht. Noch nicht. Emil Xamax hat das Spiel ziemlich stark angefangen. Seredie, er ist wie immer ein Monster, kämpft mit jedem Ball. Xamax spielt führen, trifft nichts. Ball drüber, Ball daneben, nichts. Luzern kommt zu einer ganzen miesen Halbchance, Goal, und dann ist das Spiel schon fertig eigentlich. Also das nachher ist nicht mehr gelaufen und ich habe die zweite Halbzeit dann bin ich mental weggedriftet. Luzern gewinnt schon wieder. Ja. Mit dem Abstieg nichts mehr zu tun. Ist, glaube ich, gut so. Celestini. Macht liegt es am Trainer? Job. Ja, ich glaube, da liegt es am Trainer. Hat der Sportchef mal etwas richtig gemacht? Ja. Das sieht so aus. Das ist dein Lieblings-Sportchef eigentlich. Der gute Typ. Der Remo. Ja. Aber da hat er den richtigen Trainer genommen. Der war auch bei mir in der Top 3 gesehen. Für einen allfälligen Nachfolger. Ja, es passt noch auf. Da können wir noch sprechen. He? Nächste Match darfst du aussuchen. IB gegen Sion 1-0 gewonnen. Sami hat das Goal geschossen. Einmal mehr. Juru verletzt raus bei Sion. Aber nicht viel passiert, habe ich gelesen. Immerhin, das ist gut, wenn wir gegen sie wieder mal antreten, dann musste Juru... Aber er hat schon auch Glaskoch, Knochen, der gute Mann. Ja. Ja, das ist hart, das ist hart. St. Gallen. Aber eben, IB gewonnen, IB ist immer noch vorne. Aber St. Gallen ist es egal. Neben den anderen. St. Gallen ist scheißegal. Wollen wir zuerst noch auf Thun kommen, zu deinen Lieblingen? Nein, willst du zuerst... Ich würde auch gerne über St. Gallen kommen, weil dass Cedric Gitten wieder ein Goal geschossen hat und St. Gallen Mittelleiter ist. Unglaublich, der Bub. Unglaublich. Ich habe
Teil vom Match geschaut, das ist eine lange Zusammenfassung. Es war ein crazy Match gewesen. Ich glaube, ich habe 3 oder 4 Pfostenschüsse. Wie geht es dem Goalie? Der Sigi hat einen riesen Match gemacht. Die haben es tatsächlich geschafft, stärker zu werden mit diesem Transfer. Der hat alles gut. Ich hätte es im Fall nicht. Ich meine, das ist der nächste Flop-Goalie, den sie holen, der lustige Vogel. Ja, jetzt hat es wieder gesagt. Ups. St. Gallen gewinnt den Match. Sie sind sehr weit. Er ist, glaube ich, 4-mal allein auf der Ziege gelaufen. Der hat alles gekratzt, was man kann kratzen. Also, wenn der so weitermacht, ist er auf dem Schirm und von vielen Clubs. Weil irgendwie geht es auch schnell bei Goalies, habe ich das Gefühl. Ich habe das Gefühl, es gibt viele gute Goalies. Es geht in heutiger Zeit geht alles viel schneller als noch vor 20 Jahren. Wir haben so Würst zwischen den Pfosten. Sorry, Zobi. Er meint sicher nicht den Zobi. Ich habe explizit an Zubi gedacht, aber auch an viele andere. Und heute habe ich das Gefühl, du holst einen aus einer Top-Liga und die sind alle stark, die sind alle bereit, die sind alle mental bereit. Es funktioniert. Man darf noch sagen, Patrice, Entschuldigung, aber die Goalies von anderen Ligen, die kommen in das Land, wo wohl momentan die grösste Dichte an Top-Goalies produziert, die Bundesliga. Ja. Also es ist Einwohnerzahl und so. Aber weißt du, der Schweizer geht halt immer ins Goal auf dem Pausenplatz. Ich weiß, dass zusammengeschlagen wird. Das hast du schon gesagt. Jetzt kommen wir den Mails über. Jedenfalls, der Ziege hat alles gehabt. Ja. Und das finden wir super. Noch viel besser, Patrice, und das ist mein kleines Highlight gewesen. Das große Highlight reden wir in 2-3 Minuten drüber. Der FC Thun. Aber du bist jetzt schon beim Match weg. St. Gallen. Ja, so war richtig stark, 4 Pfostenschüsse von beiden Seiten. Sigi holt alles, Eiten, schießt Goal auch via Pfosten, volle Hütte, St. Gallen, weiterhin Leader. Gibt es schon ein Lied, Sigi Abdel Assar von El Hamma, irgendetwas? Ich habe absolut keine Ahnung. Ich hoffe, St. Gallen-Fans, das ist doch der Manni Matter. Der Manni Matter, danke schön. Das war's doch. FC Thun. Darf ich jetzt endlich über FC Thun reden? Sie haben wieder 3 Punkte geholt. Jo. Der Rich Munzi, wir haben letzte Sendung noch kurz über ihn geredet, hat das dritte Goal geschossen. Nice. Und das finde ich super. Sie führen relativ schnell 2-0. Und ja, irgendwie habe ich gedacht, dass Thun den Match gewinnt. Ich finde es super. Also im Ruin gehabt. Sie sind jetzt auch punktgleich mit Xamax. Und wer hat das gedacht, dass nach 3 Match Thun schon mal die rote Laterne langsam abgeben kann? Ich meine, was passiert unten jetzt noch? Einiges, vor allem Sion, 7 Punkte vor den beiden Teams. Das ist eng. Das könnte immer lustig werden. Und Lugano wenn Samax so weiterspielt, wie sie jetzt gespielt haben gegen Luzern, vorne so ineffizient, Entschuldigung, aber dann wird es sehr eng von Samax. Aber es ist wirklich, ab Luzern wird nichts mehr passieren. Es ist wirklich Lugano, Sion, Samax oder Thun, wo da wird um Barrage oder den Abstieg spielen. Und so wie es aussieht, wird die Barrage nicht gegen GC stattfinden. Jo, nein, das... Nein, vielleicht nicht. So, dürfen wir auf unseren Match kommen? Oh, bitte. Ab mit Feuerwehr. Unglaublich. 12 Sekunden, das erste Goal, Fabian Frey. Der Pass vom Stocker zum ersten Mal. Ja, voll. Grossartig. Ja. Und dann... Ab dem Moment ist der FC Zürich ist nach 12 Sekunden eigentlich schon geschlagen gewesen. Kaputt. Du hast gemerkt, die haben nicht mehr gewusst, wie sollen wir jetzt spielen, weil ich bin überzeugt, der Manja hat ihnen sicher nicht gesagt, nach 12 Sekunden Hunde aufmachen, damit wir nachsegeln können, oder? Nein, die haben sich so weitermachen, wie der Plan war. Ich nehme an, der Plan war, möglichst lange die Null hinterheben. Das hat nicht funktioniert, der FCZ. Der FCB war viel zu stark. Ich habe das Goal das einzige Mal so schön gefunden von Fabian Frey. Ich habe es ihm so gönnt, es hat so gut getan. Ich war eben die offensiv, super Stimmung. Mhm, gut. Grossartiger Start. Wunderbar. Das haben schon dreimal grossartig gesagt. 4-mal das ist, jetzt. Okay. Ich habe das Goal von Valentin Stocker. Zum einen muss man sagen, Bunyaku, das erste Mal in der Startelf. Herzlich willkommen. Willkommen, Bub. Die Frisur hat gesessen, toll gesehen. Die Kopfballvorlage. Und wer hat es geschafft, dass die Haare beieinander geblieben sind? Das kann er uns vielleicht mal verraten. Ja, und dann kommt der Stocker. Und ich habe den Ball gesehen zum Stockerrennen, zum Stockerrollen. Und ich habe einfach nur mehr gesagt, schieß jetzt, schieß. Und er schießt. Er hat auf mich gelost. Und ja. Für mich ist das Tor des Spieltages. Ja, absolut. Da hat unser Kollege, der Ronny, doch recht gehabt, Stocker zurück. Stocker hat einen richtig starken Match gemacht. Fast so stark wie der Fabian Frey, der 3 Goal schießt. Willst du mich verarschen? Was ist mit ihm passiert? Es hat alles gepasst. Letzte macht er noch sogar wieder Messi mit 2 km/h schiebt er in den Ecken. Unfassbar.
wirklich unglaublich, was der Fabian sagt. Ich gönne es ihm extrem. Ich meine, Hattrick macht nicht jeder in seiner Karriere. Vor allem als 31-jähriger Zentrumspieler. Wo auch ein bisschen Kritik müssen einstecken in letzter Zeit. Auch für uns. Ja. Und was wir haben ja letztes Mal, im letzten Match haben wir gesagt, dass Dreieck, Zuffi, Frey, Chaka hat nicht funktioniert. Ist das jetzt auch, das hat der Trainer auch gesehen, Zuffi ist ausgeblieben. Ist das gesehen, um Zürich überraschen mit Bunyaku? Oder einfach zum Zuffi sagen, oh Junge, jetzt musst du mal rausgehen, Runde, einfach, von dem muss noch ein bisschen mehr kommen. Echt. Ich glaube, der Koller hat einfach unseren Podcast gelost und hat gehört, dass wir ein Junge werden in der Startelf und vor allem, dass wir der Blas werden auf der linken Verteidigerseite. Ich habe gewusst, dass dir das gefällt. Als ich das gesehen habe, habe ich gerade an dich gedacht. Wenn ich sehe, dass der Blas in der Startaufstellung steht, ist mir mein Herz aufgegangen. Und sorry, jeder muss sehen, dass der einfach so viel Dampf gegen Führer entwickelt, so ja, unberechenbar ist, dass er einfach spielen muss. Auch wenn er mal ein paar Tage vielleicht nicht... Keine Ahnung, wenn er hinten ab und zu einen Fehler macht, die muss man auch zugestehen. Der Typ ist immer noch jung, aber er ist offensive Waffe. Ja, jetzt wird es mal spannend, ob Bessere Iveros endlich, er hat ja keine lustige Saison gehabt bis jetzt, hat er jetzt endlich Petretto können vertreiben? Also, wenn du nach dem Match nicht nochmal aufstellst, dann machst du einen Fehler in meinen Augen. Ich bringst du jetzt einfach mal ein paar Mal. Ich sehe das auch so, ja. Und solange er nicht grob, wir haben es in Null gespielt. Ich meine, vielleicht hätte die Fehler jetzt ja abgestellt. Vielleicht hat er sich auch, ich meine, es ist etwa 9 Monate her, seit die Saison läuft bald, er hat nicht, 7 Monate, 6, also kann ich nicht. Er muss sich weiterentwickelt haben. Spielen, ich finde, er hat einen Megamatch gezeigt. Never change a winning team. Ich glaube, ich würde genau gleich wieder aufstellen. Und was man einfach gemerkt hat, dass unsere erste Elf, der erste Anzug, der passt. Cabral, muss man auch kurz erwähnen, wenn der wieder da ist, da brennt es einfach in der Abwehr vom Gegner permanent, was beim Ademi nicht der Fall war. Bei jeder Nation, jedes Mal, wenn der Ball führt, hohe Ball, egal was, es ist immer gefährlich geworden. Ja. Und eben beim Ademi ist das einfach das Gegenteil gewesen. Und ja, ist ein riesiger Unterschied. Es ist schade. Ich meine, es ist ja das, was wir wollen, ein bisschen in der Breite mit den Jungen und eine schwächere Ersatzbank. Das ist völlig okay, aber es ist schon bei uns krass der Unterschied zwischen der ersten Elf und wenn ein paar Ersatzspieler kommen. Was mich sehr gefreut hat, ist natürlich, dass der Ricky van Wolfswinkel zurückgekommen ist. Nicht zwingend, weil ich ihn so einen super mega Stürmer finde, aber da geht es halt doch auch ums Menschliche. Der Typ, ja, sind wir ehrlich, der ist gerade beim Sensenmann vom Barren kommt, oder? Ja. Yep. Ist zurück. Und das habe ich schön gefunden, weil Fabian Frey zum Schluss auch gesagt hat im Interview, die 3 Goals sind ja super, aber viel wichtiger ist, dass der da wieder da ist, der Ricky. Um das geht es. Und alle haben sie gedacht. Und er hat ja fast noch Kiste gemacht. Also. Stellt das noch. Also der Ball bekommt er ja eigentlich, muss er dafür sorgen. Das war ja fast zu viel des Guten gesehen für diesen Match. Aber ja, es ist allen ein bisschen... Ich habe auch im Bunyaku sein Interview gelost, wo einfach sagt, was für ein Traumeinstand. Ich meine, er macht einen Assist, einen schönen Assist, Kopfball, einen schönen Ableger. Ich habe gar nicht gesehen, das Interview, schade. Macht er gut. Und er sagt auch, schade, hat der Ricky nicht noch die Kiste gemacht. Das es ist ja fast zu kitschig gewesen. Das war auch super Hollywood gesehen. Das muss noch nicht passieren. Das machen wir am letzten Spieltag dann. Was ist mit dem Kevin passiert? Wissen wir das? Ich weiß es gar nicht. Bücher, keine Ahnung, was er hat. Wissen wir nicht. Weitere Frage. Jetzt, wo der Ricky wieder da ist, was machen wir mit ihm? Nicht vom Vertrag, sondern vom... Jetzt haben wir eine Startelf. Und ich bin mal fast überzeugt, Bunyaku, jetzt hat er mal gespielt. Er wird auch wieder mal spielen. Jetzt wird er auf der Bank sitzen. Jetzt ist er mal auf der Bank. Kommt jetzt erst der Ricky an seiner Stelle, so als zurückgezogener Zehner, Stürmer. Was machen wir da jetzt mit dem? Gute Frage. Jetzt haben wir die Variante wieder und offensichtlich ein bisschen spielen kann er ja wohl. Was machen wir jetzt? Spannend. Spannend für den nächsten Match. Ich wüsste es nicht genau, ob ich jetzt gross würde umstellen oder ob ich einfach wieder was dazu viel für den Bunyaku bringen und sonst alles wird sein lassen. Keine Ahnung. Ich glaube, zu weit auf UEFA geht man noch nicht schauen. Es soll die beste Elf spielen. Ja. Und ich würde Ricky wohl noch auf der Bank lassen. Ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht, als ich gedacht habe, ganz am Anfang, als dann der Jegrover reinkommt, einen Moment lang nicht an ihn gedacht, nein, bringt jetzt schon der Ricky für 70 Minuten auf dem Flügel. Ja. Das ist so kurz auf meinem Kopf. Das wäre ein bisschen zu viel des Guten gewesen, aber ja. Alles gut. Wir haben 4-0 gewonnen in Zürich. Was willst du mehr? Gibt's? Es ist nichts Negatives. Nichts Negatives. Es ist uns nichts Negatives mal aufgefallen. Nichts. Das finde ich krass. Eine ausgewechselte Truppe im Vergleich zu den letzten 2 Matchen. Darf ich noch kurz auf die Pyro-Show zu sprechen kommen, vor Anfang Match? Ich meine, das hat schon geil ausgesehen. Es hat ein bisschen geraucht. Hast du es gesehen? Ja. Ich habe das Gefühl, die ganze Gäste-Sektor brennt einfach. Sehr spektakulärer Auftritt gesehen. Spektakulär. Spektakulär. Der Schiri ist ein Kollege von dir.
Naja. Also, hast du ein Griech? Aha. Du bist ja jährlich in Griechenland. Grosser Fan. Ich mag die Griechen. Von dieser Kultur. Wir alle, wie hat es der Schiri gemacht? Wie gesagt, wenn du gewünscht, hättest du Schiri meistens nicht so ganz falsch gemacht. Sind wir ehrlich, von bei 4-0. Er ist mir in keinster Art und Weise aufgefallen. Und das heisst meistens, er hat das ziemlich ordentlich gemacht. Er hat es wirklich gut gemacht. Die eine, die vermeintliche Penalty-Aktion, wo der Bouliaku einen kleinen Rücken stoßt. Da haben sich viel beschwert und gemeint, das sei eine Penalty. Okay. Ich hätte ihn nicht pfiffen, definitiv nicht. Und nicht wegen der rot-blauen Brille, das war einfach ein bisschen sehr wenig Kontakt gewesen. Ja. Aber du weißt das? Wieso haben wir einen gleichen Schiri, weißt du das? Haben wir so ein bisschen, ist das ein europäisches Austausch? Ja, genau, das haben sie gesagt in der Sendung. So ein bisschen Pisa. Ja, genau. So, der Austauschoffizier, so wie in Star Trek irgendwie. Ich finde es gut. Also, wieso nein, nicht? Super. Super gesehen. Aber Patrice, ist der FCB jetzt einfach unfassbar gut gesehen? Oder ist der FCZ was jetzt? Auch richtig schlecht gesehen? Ja. Beides. Es ist beides. Es ist wirklich beides. Wir haben es ja wirklich überrumpelt. Wir haben so gut gespielt, mit einem freien 1-0 ist das uns so in Karte gekommen. Aber der FCZ ist auch wirklich schwach gewesen. Die haben keine Lösung gefunden gegen uns. Einfach nichts. Meine, der FCZ verliert ja oft einmal 4-0, 5-0 die Saison. Ja. Und das muss man nicht ganz vergessen. Es ist nicht so, als ob wir jetzt hier die Abwehr von Italien geschlagen hätten. Aber wir haben wirklich ein bisschen Grümpeli-Mannschaft geschlagen, oder? Nein, es hat richtig gut getan. Es ist keine Grümpeli-Mannschaft. Und es ist eine Mannschaft, die gegen uns sicher wollte gewinnen, wo heiß drauf war, den Match zu gewinnen. Ich meine, das ist doch ein Derby. Das ist sehr viele Emotionen und Hass dabei. Und wenn du nur noch 12 Sekunden Kiste kriegst, dann schießt sie gerade an. Aber Patrice, der FCB, der ist nicht einfach, manchmal hast du den Anstoss, das Ball zirkuliert. Was ist in diesen Spielern vorgegangen? Die meinen sich ja, vor dem Match muss der Captain irgendetwas gesagt haben zur Mannschaft. Was? Jungs, packen müssen gerade nach 12 Sekunden, oder was, wie geht das? Nach 12 Sekunden ein Goal ist nicht normal. Nein, das war die Vorgabe vom Trainer im Jahr, den Ballspieler irgendwie das so zu machen und dass das so perfekt funktioniert. Wir machen sie oft, glaube ich, im Anspiel, wenn wir so ein bisschen zurückdenken. Wir machen oft lange Ball, machen viele Mannschaften. Yeah. Zuerst mal einen seitwärts und dann einen langen. Und du bist einfach noch nicht bereit in den ersten Sekunden. Die Mannschaft ist gleich mental mehr als nur bereit gewesen. Ja. Vor Sekunde null. Und das finde ich unfassbar interessant. Hässig gesehen. Und was am Schluss spannend ist für mich, so, wenn es Gesamtbetrachtung ist, dass wir jetzt Mannschaften mit IB, St. Gallen und uns haben, drei Mannschaften, die wirklich können shooten, die die Liga spannender machen, ja, die Liga besser machen. Und wenn die drei Teams am Schluss im UEFA Cup sind, plus vielleicht noch irgendeine, ich weiß nicht, wer die vierte ist, und die Teams ein bisschen zusammenbleiben, können sie mal rein europäisch mal ein bisschen spannend werden. Gut, aber weißt du, was wir jetzt noch weiter ins Europäische in dieser Saison? Wenn wir so spielen wie gegen den FCZ, dann haben die Zyprioten keinen Stich. Und das muss auch das Ziel sein. Wir müssen die Zyprioten packen. Hat das echt die Mannschaft für den Koller gespielt? Oder ist das einfach so ein Spiel für sich selber gewesen? Das ist das, was ich mir überlegt habe. Und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, die Mannschaft hat für einen Koller gespielt. Das ist nicht sogar noch ein Spieler zum Koller gerannt. Doch, stimmt. Ist der doch. Der Frey, beim Einzelnen. Frey, oder? Einer ist ja. Ja, das ist schon ein deutliches Klasszeichen gewesen. Ein deutliches Zeichen, dass man den Trainer nicht so schlecht findet. Patrice hat diverse Kommentare gegeben. Ich fange von alles mit Patrice an. Patrice hast du, Patrice. Stärki. viele Kommentare von Fans, die sagen, Kopfendeckel, die Jungen spielen nicht. Ich, und du weißt, wir haben da ein bisschen andere Meinung. Ja. Wenn nur Jungen gewünscht, auch nicht viel. Jetzt haben zwei Alte die 4 Goal geschossen. Alte im Sinn von Ü30. Alte Sack, Ü30. Ist es das doch auch ein bisschen Zeichen gesehen, Leute? Auch wir Alten, das hat man noch nicht ganz abgeschrieben, die Mannschaft braucht das. Wir haben eine Jugendwahn in ganz Europa, was auch richtig ist. Ich würde das auch so machen, aber dass jetzt mal die Alten wieder in Sex sind und vor allem die zwei, das hat richtig gut getan. Es hat mir richtig gut getan, vor allem mit Fabian Frey. Ich mag es ihm extrem gönnen. Einfach mal ein Zeichen setzen. Ja. Aber eben, nicht die Jungen bringen. Der Bouliaku hat gespielt, der Riveros hat gespielt. Also unsere Verteidigung allgemein ist blutjung. Darf man aber nicht vergessen, die Jungen spielen. Ihr müsst nur mal eure Klubschaugen aufmachen, Fans. Es sind nicht nur Alte auf dem Feld. Nicht nur Alte. Gewisse haben es ein bisschen schwieriger, vielleicht. Aber mir denkt, es macht immer eigentlich Sinn, was der Koller macht. Und trotzdem, sage ich in der Endabrechnung, weiss ich nicht, ob du den Vertrag verlängern sollst. Ich bin trotzdem unschlüssig. Jetzt habe ich das nächste Frage. Wird das jetzt
ist der Sieg jetzt wieder ein bisschen eher ein Zeichen für eine Vertragsverlängerung gewesen, oder ist das einfach nur noch ein weiteres Fragezeichen einfach? Ich hoffe, sie machen es nicht von einem Match aus. Das wäre schlecht. Das wäre definitiv schlecht. Aber ich glaube, das Grundgefühl hat sich jetzt ein bisschen verändert und mir ist gern auf dem Trainingsplatz heute Morgen. Das glaube ich auch. Wenn sie nicht frei haben. Gerüchtemässig sind aber gleich der Zeidler und der Alex Frey als mögliche Koller-Nachfolger im Rennen. Einmal laut der wunderbar souverän seriöse Seite 442.ch. Dankeschön, dass du die in unsere Lektüren aufnimmst. Irgendjemand muss den Trash lesen, Patrice. Ja. Ich mache das für uns. Zeidler, natürlich ist das ein Thema bei allen Vereinen am Schluss. Weil, wenn du siehst, wie St. Gallen spielt, ist das einfach ein Traum zum Zuschauen. Es ist einfach so. Es ist das hohe Pressing, das schnelle Umschalten, das musst du erst mal die Spieler dafür haben, um das zu machen. Ich glaube immer noch, wir spielen auf unsere Möglichkeiten fast auf dem Maximum beim FCB. Es ist völlig okay. Es wird sehr spannend, was transfermäßig passiert und alles. Und von dem hängt es auch ein bisschen ab, was du mit dem Trainer machst. Patrice, wir sind jetzt auf dem dritten Platz. Ja. Angenommen, der FCB endet auf dem dritten Platz, spielt aber weiterhin solche Spiele wie gestern. Und du hast einfach noch zwei Mannschaften drunter, die halt dann vielleicht doch noch ein bisschen stärker sind. Dann ist es immer noch keine schlechte Saison. Ich meine, ja. Es ist eine schlechte Saison, weil wir, glaube so viele Matches verlieren und Unentschieden machen wie schon ewig nicht mehr. Haben wir 6 Niederlagen jetzt. Das haben wir, glaube wirklich schon lange nicht mehr gehabt, nach 21 Matches. Aber wir haben nur 21 Gegengol. Nur das Servet hat gerade wirklich Servet, hat weniger. Jo. Jo, ja. Eben, es ist ganz schwierig. Es ist eine schwierige Situation. Ich könnte mir vorstellen, den Vertrag mit dem Koller nicht zu verlängern und wirklich einen zu holen, der wirklich das quasi die von mir aus Ajax-Philosophie aufbringt, wirklich mit dem wirklich stark auf den Nachwuchs zu bauen oder ein paar Junge noch mehr reinzuschießen. Am Schluss, wenn du siehst, wenn du einen Bunyaku bringst, der keiner auf dem Schirm hatte und er fällt absolut nicht ab, dann ist das halt schon spannend. Ich habe gehört, Uli Forte wird es haben. Traum von jedem Podcast war das so eine Verpflichtung. Da hätten wir viel zu reden. Nein, ey, FCB, los zu, also das machen sie nicht. Natürlich macht sie das nicht. Das ist ich bin nicht sicher. Das ist absolut nicht möglich. Aber das ist ja günstig, weißt du? Uli Forte bei GC entlohnt. Und ja, das ist erst auf dem Markt. Ja. Wäre schön, wenn er irgendwo wieder in der Superliga einen Job findet. Ja, es wäre spannend, was denn unsere Kollegen vom FCB denn im FCB Uli Forte total bis sagen. Sion. Ist er nicht schon gesehen? Ja, ist er schon gesehen. Ich weiß, das ist überall schon gesehen. Forte ist doch überall in der Schweiz schon mal halbwegs gesehen. Ist er so ein bisschen die Wanderhure? Ich weiß nicht. Anzeige bitte an Patrice. Er ist aber sicher der unbeliebteste Trainer in der Schweiz, oder? Ich mag ihn. Also für dich, das ist genau das, wenn du einmal persönlich triffst, für dich ist er voll der coole Sieg, für dich auch der Alain Nerf ein voll cooler Sieg, Patrice. Aber also der Alain Nerf ist sicher der coolere Sieg als der Uli Forte. Und das sagt viel. Hast du das FCB total gesehen? Ja. Hell Basel. Kannst du dir beauftragen, dass du noch schaust? Ich habe es geschaut, ja. wie hast du es gefunden? Jetzt ist ja der Roland Herri, lieber Gruß, in der Sendung gesehen oder nicht der Herr Odermatt? Das ist sicher eine klare Qualitätssteigerung absolut vom Carly auf Roland. Aber ja, was ist? Ja, er hat es gut gemacht. Er macht es gut. Was er gesagt hat, stimmt. Ja. Mokka-Vor-Thema ist. Jo, ja. Was soll man dazu sagen? Nein, aber ich finde, der FCB hat gut reagiert, dass sie ja den Carly von dort jetzt mal abgezogen haben, einmal für diese Sendung. Ich glaube, die wechseln ja ab und zu ein bisschen ab dort, oder? Und bitte, liebe FCB, gebt dem Carly nochmal, wir haben schon mal gesagt, gebt ihm irgendetwas anderes zu. Schickt ihn nicht zum Tele Basel, schickt ihn irgendwo ins Zickzack, so ein paar Burger essen, ein paar Flyer für euch auflegen. Das ist absolut okay, oder? Sehe ich auch so. Im Blätterwald sind ein paar Sachen passiert. Passiert immer etwas im Blätterwald. Der Jasper van der Werf hat eine Fraktur erlitten am Wadenbeinköpfchen. Weißt du, wo dein Wadenbeinköpfchen ist? Nein, aber es tönt sehr herzig. Ziemlich sicher ist es ein Wadenbein. Ja, schade für ihn. Finde ich wirklich schade. Das ist scheiße, wenn sich die Jungen verletzen. Finde ich wirklich kacke. Ja. Und von Moos zu Wiel finde ich gut.
Ja, das ist natürlich auch so etwas, was wir diskutiert haben, oder? Wir hätten gern davon muss einmal wieder im Dress vom FCB gesehen, für seine Entwicklung. Und wenn du anschaust, wer du alles im Kader hast, ein Cabral, ein Ademi, ein erster Riggi, der zurück ist, es gibt keinen Platz für ihn. Eben, das ist der Grund. Wenn der Riggi zurückkommt dann, und der von Moos kannst du auslehnen, dann muss der muss jetzt einfach spielen. Und für ihn wird das super sein. Spielen. Das ist perfekt für ihn in der Challenge League. Ja. Bei Weil, das wird gut sein. Und der Riggi kann hier seine Karriere beenden, ist ja fast will ich sagen, seinen Vertrag beenden. Ich glaube nicht, dass der verlängert wird, haben wir schon ein paar Mal gesagt. Aber ich habe richtig gefreut, dass er zurück ist. Es hat mich richtig gefreut. Bis er wieder die ersten Penalties verschießt und dann nein, auf jeden Fall nicht. Der Kerim Frey, kennst du ihn noch? Ja, ich mag mich wirklich erinnern an ihn, ja. Du hast doch auch mal so ein Drama gesehen, dass er nicht in die Schweizer Nazi kommt. Ist das der Frey gewesen? Das ist der, von Fulham. Genau, das ist der. Super Talent, Schweizer und türkischer Bass. Hat er beim Schweizerischen Supertalent nicht gemacht. Ja. Das ist jetzt neu beim FCM. Also beim FCM in Holland. Ah, oh, gut. In Holland. Gute FCM. Ja, genau, in der Eredivisie. Ja, interessant, dass er sich wieder auf der Radar von irgendjemandem gespielt hat. Ich habe vom Kerim Frey nichts mehr gehört, als ich den Namen gelesen habe. Ich muss sagen, stimmt, hat es auch noch gegeben. Gibt es auch noch. Dürfen wir trotzdem noch schnell zum Noah Okafor zurückkommen? Wir haben es vorher mal so ein bisschen... Jetzt kommt vom Frey zum Okafor, ja. Ich muss einfach schnell über ihn reden. Gern. Er sagt, sein Traum ist gesehen. Es war schon immer sein Traum für Red Bull Salzburg. Glaub, das hat er wirklich gesagt? Das wirklich, oder? Wieso sagt er das? Ja. Oder hat er gemeint, dass ich bei Red Bull Leipzig, oder was hat er genau gemeint? Ist das wirklich ein Traum, zu diesem Verein zu gehen? Ist das ein Traum von einem Jungen? Es gibt ja die Floskeln, oder? Wo man sagt, es war immer ein Traum gewesen, für Werder Bremen zu spielen, weil ich immer ein Bremer gewesen bin. Ich weiß nicht, wer ich jetzt gerade zitiere, keine Ahnung. Und dann das Beste noch das Logo küssen, oder? Das finde ich einfach grusig, weil, sorry, also, es gibt Kinderbild auf dem Noah Okafor mit einem Red Bull T-Shirt. Dann ist alles entschuldigt. Gibt es Red Bull schon so lange? Gut, er ist jung. Ja, er ist jung. Er ist schon so 10, 11, 12 Jahre. Oder? Vielleicht ist er ein grosser Red Bull-Fan und immer Red Bull getrunken vor dem Training und er denkt, das ist mein grosser Traum. Oder ist das Bub mal nicht im Stadion gesehen und denkt, hey, das gefällt mir. Oh, das hast du in Salzburg gesehen, ja. Schöne Stadt. Ah. Jetzt ist er dort und hat noch nicht gespielt. Haben die gespielt, Ösis? Ich habe nichts mitbekommen. Ah, er hat nicht gespielt. Das ist echt dein Job, mal so. Ich behalte es jetzt mal. Beaufsichtigen, ich habe geschaut, News, ich habe es nicht gefunden. Ja, News, die wir nicht finden, da können wir noch anders sprechen, FCB, aber noch nicht jetzt. Kennst du den Neftali Mansambi? Absolut. Der ist auf dem FCB zu Gijon gewechselt. Weil er nicht im Sturm gespielt hat. Weil er sehr wenig gespielt hat, wie halt oft die Jungen, oder? Ja. Ja, der hat jetzt auch den Verein gewechselt, der wechselt nämlich zu Valencia. Also zu Valencia CF Mestalla. Also von der zweiten Liga in die dritte Liga. Das ist ein Abstieg, nehme ich jetzt mal an. Aber wäre er nicht lieber ein bisschen in der Schweiz geblieben und wäre mal zu Haare ausgelehnt worden oder irgend so etwas? Am Schluss ist es sehr schwierig zu sagen, welchen Weg das jetzt gehen als Junge. Ich weiß nicht, wieso nicht. Ich glaube, es kann so schlechter gehen, als irgendwo in Valencia in der Sonne zu liegen. Während wir hier im Sturm hocken. Ja gut, könnt auch jetzt irgendwo in den Süden gehen, nach Kreta wohnen und dort irgendeinen Kleiderladen aufmachen und würdest du nicht sagen, es geht mir besser dort, wenn ich an der Sonne hocke, oder wie? Es geht sicher nicht richtig schlecht, wenn das nein, machst. Das sicher nicht, weil sicher sehr entspannt und würde viel Alkohol trinken, Raki und so, aber... Ja, am Schluss ist, ob das etwas wird, weiß ich nicht mit Mansambi, aber ganz ab dem Schirm ist er wohl noch nicht. Ja. IB holt den Jordan Lefort oder den Jordan Lefort. Ist er Franzose? Also, ist er Franzose? Ich glaube schon. Ja, er heißt Jordan. Ist sicher Franzose. Er heißt Jordan. Oder Jordan? Ich habe keine Ahnung. Aber ja, ich kenne ihn nicht. Ich sage mir wirklich ein wenig. Er hat schon gespielt. Er hat schon durchgespielt, ja? Ja. Jo, sicher wohl kein schlechter Transfer, weil IB eigentlich nie schlechte Transfer macht. Aber ich kann ihn wirklich nicht beurteilen. Ich kenne ihn nicht. Noch nie gehört. Die Major League. Die Schweizer verlöhnt sinkende Schiff Major League. Ich weiß nicht, ob der Trump keine Schweizer mehr will. In den USA ist das vielleicht keine Ahnung. Vielleicht haben sie das mit Brexit falsch verstanden. Und irgendetwas läuft schief. Alle Schweizer kommen zurück. Der François Falter, man kennt ihn vielleicht noch, hat, glaube ich, auch schon mal in den Nazi einen Einsatz gehabt. Bin ich jetzt gerade nicht mehr sicher. Ist aber sicher hinter angestanden bei den Nazi. Mittlerweile 28 Jahre alt. Ist jetzt fertig dort. Er hat bei San Jose, bei den Earthquakes gespielt. Und ist zurück in der Schweiz. Trainiert mit dem FC Aarau. Und wird, nehme ich jetzt mal schwer an, die Mannschaft verstärken.
Also für Aarau wäre das ein netter Transfer, ob es wirklich Aarau wird, am Schluss weiß ich nicht. Wie überrascht das immer, wenn so irgendwie, du gehst in die USA, denkst du, das ist eigentlich recht cool und dann trainierst du so in der Challenge League mit. Gut, du kannst natürlich auch aus persönlichen, familiären Gründen zurückkommen, vielleicht geht es jemandem schlecht. Oder du hast es einfach gesehen und sagst, willst du in der Schweiz wieder auf der Radar spielen? Das ist im Fußball Gott sei Dank möglich, nicht wie in der NBA, wo der Clint Capella, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, unsere Schweizer Supercenter, sorry, dass er schnell auf die NBA kommt, wo einfach mal so schnell über Nacht zu Atlanta transferiert wird, traded wird. Also vom Meisterschaftsfavorit zum Letztplatzierten. Also du spielst ja halbe Saison, es geht richtig Playoffs und du wirst einfach traded. Und dass du etwas kannst sagen, am nächsten Tag bist du bereits für die neue Mannschaft spielen. Ich habe dieses System in den USA nie ganz geschnallt, wie das funktioniert. Du kannst mir das mal erklären in einer Sendung. Ja, ich verstand das nicht. Das Basketball-Thema. Uns fällt ja dann auch generell der Zusammenhang, also die Verbindung vom Spieler zu der Region, ist ja völlig weg eigentlich. Die ist du bist weg, wirklich du bist nur eine Nummer. Ja. Und auch der Verein ist nicht an Ort gebunden. Das ist so. Ja. Und das finde ich noch widerlicher. Das einfach, du kannst Miami spielen, nicht stark hockst halt in Kansas City. Ja, es ist hart, dass das passieren kann, wenn du dir vorstellst, dass irgendwie gar nicht auf einmal GC denkt, in Zürich funktioniert es nicht so gut, wir könnten unseren Verein gar nicht auf Chur transferieren. GC? Dann hast du vielleicht mal ein Stadion. Das würden sie vielleicht auch nicht kriegen, in Chur. Chur? Der Boris Babic von St. Gallen. Patrice. Ich habe ihn nicht mega, mega auf dem Radar, aber... Alle von St. Gallen sind auf dem Radar. Ich glaube, jetzt müssen alle dort auf dem Radar sein. Und auch hier, ich glaube, das habe ich mal von 442 gesehen, man tut eine Verbindung mit unserer Nazi bringen. Ist er ein Doppelbürger und geht es da drum einfach mal in... Vielleicht. Es tönt so. Vielleicht. Aber ja, dann kennst du einfach rein und nicht rein Nazi-Spiel wie etwa 200 Argentinier in Argentinien. Ja. Und Thomas Schaub in St. Gallen sind liebe FCB, einmal mehr. Und es ist nicht nur, weil er gleich heisst wie ich in einer rumänischen Variante oder was immer das ist. Holt der Stegiu. Der Typ ist 18, er lässt nichts anbrennen, er ist richtig gut. Holen als Ersatz für unseren Südamerikaner, den wir verkaufen für 17,5 Millionen. Oder für unseren Griechen, der sich nicht durchsetzt. Der hockt in Biel auf der Bank, oder? Ja, hockt auf der Bank. Er hockt auf der Bank. Das ist schon hart. Da kommt er extra zwei Jahre in die Schweiz und es läuft einfach nicht. Ja, von der griechischen Sonne. Setzt er sich da nicht durch, aber schade. Wir warten mal ab. Lugano will der Blessing Elecke von Luzern. Bitter, dass solche Transfers möglich sind mittlerweile. Lugano hat ein bisschen Geld verdient. Der Blessing hat man vor einem halben Jahr gemeint, dass er 5 Millionen Transfer in die Wüste macht oder in eine Top-Liga. Hat ein bisschen gestänkert. Das kommt immer sehr gut an, Luzern, wenn man stänkert. Yeah. Und jetzt ist er auf einmal durch alle Traktanten gefallen und ist ein Thema in Lugano. Keine Ahnung, was ich davon erhalte. Wieso nicht? Gang zu Lugano. Ja, besser als zu GC. Obwohl GC hat einen neuen Trainer. Ich kenne ihn nicht. Kennst du ihn? Herr Juricin. Ich glaube, der ist mal Ersatztrainer. Assistenztrainer bei Rapid Wien gewesen, habe ich glaube vermeintlich gelesen. Aber ich habe den Namen nicht auf dem Radar. Nein, und für GC, Gottverdammt, da muss jetzt wirklich etwas passieren. Also. Ich habe morgen noch gelesen, dass GC halt der Forte-Vertrag, ja. Der ist schon relativ hoch dotiert. Ich glaube, man redet von 400.000 im Jahr. Gemütlich. Jetzt hast du Forte ja wohl freigestellt, der wird ja sicher auf das Geld verzichten, oder? Nein. Da ist nicht mehr viel Geld. Und er wird sicher keinen neuen Job finden. Nein, der würde jetzt auch mal warten. Ja. Und später bei Muri, hinter dem Jakan, im Raff anstehen vielleicht. Das wäre teuer fürs Raff, wenn sie das mal sagen. Nein, am besten kommt der Juricin, ich immer, der kommt, ganz ehrlich, der kommt schon für einen günstigen Preis. Ja, geht zum Geld. Der schaut sich auch so an, hey, ich kann mit dieser Mannschaft vielleicht rein theoretisch aufsteigen und mir einen Namen machen und dann zum... Das ja nicht mehr. Aber ja, wieso? Doch. Ja, wieso nicht? Sind sie noch Zweite, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube, sie sind noch Zweite im Fall. Sie können es noch... Am Schluss ist GC immer noch GC und wenn du ein Angebot bekommst, ist das sehr verlockend. Aber was ist das? Was ist das für ein Spruch gewesen? GC ist immer noch GC, bist du Ricardo Cabanas oder was? GC ist immer noch GC. Was heisst das? Rekordmeister. Was heisst das? Nicht. Doch, es heisst trotzdem es etwas. Ist einmal ein Name gewesen. Ja, und es ist weg. Trotzdem gehst du lieber zu GC. Keine Fans, immer ein Stadion. Entschuldigung. Gehst du lieber zu GC oder zu Stade Uschi Lausanne oder zu Wiel? Oder zu Wiel? Du wirst zu Wiel. Ja, logisch. Du bekommst ein Angebot von beiden. Ne? Du sagst dem Spielerberater, wie heisst die Spielerberater? James. Du, egal,
was die Lohn zeigt, sagt, ich will zu Biel, nicht zu GC. Man Lohn muss gar nicht schauen. Ich gehe für 3700 brutto zum FC Biel, statt für 9 Tonnen, 12 Tonnen zu GC. Schau, ich habe für ein Zürcher Magazin geschrieben. Ich könnte nicht für ein Zürcher Magazin spielen. Wirklich? Nein, das geht nicht. Das könnte ich nicht. Wir beide nicht. Nein, würden wir nicht. Serie D. Es gibt einen noch. Spielt bei Xamax. Und er hat erst gerade auf Instagram ein wunderbares Foto gepostet. Er und der Bernie. Also, nicht Burger, noch Häusler. Was du gesagt hast. Bernie 1. Und hat auch geschrieben, thank you Big Boss. Drei rote Herzli. You are the best. Das ist herzig. Serie glaub, hat uns... Wieso hat er der FCB so gern? Ist es wegen dem Werfen, wegen dem Häusler? Wegen dem ich glaube einfach, dass er hat bei uns halt ein sehr gutes Nest getroffen, wo auch sehr weich bettet war. Er hat die Nest gebettet. Ja, ja, und die Leute haben halt alle auf ihn geschaut. Yep. Ich denke auch, dass die heute Leute auf ihn schauen. So ist es nicht. Also auf ihn würden schauen. Auf Spieler schauen, generell. Natürlich, natürlich. So ist es nicht. Wir sind nicht der FCB. Nein, aber schon schon speziell, wie ein Spieler so emotional dabei ist bei einem Verein, wo er ja nicht so... Also schon eine Zeit war, aber ja. Er war einiges länger bei Sion gewesen. Wirklich? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Über die Landesgrenzen hinaus, wir sind ja ab und zu auch mal schauen, was läuft so in der Bundesliga oder halt in Deutschland oder sonst irgendwo. So ein bisschen. Ein bisschen, Bayern wir werden da nicht. Ja, aber... Ja, interessiert kein Mensch. Bundesliga schaut ja wirklich niemand mehr. Ich bin im Didi Offensiv gesehen, wenn ich gesagt habe, der Match geschaut, dann ist eine Gruppe von 5 jungen Schweizerinnen gekommen, so zwischen 25 und 30, nicht aus Basel. Die jungen, ja. Und dann haben sie gefragt, ob sie dürfen... einen Fernseher umstellen, ob sie in der Bundesliga schauen, weil ja gerade Leverkusen Dortmund läuft. Ist nicht so gut angekommen. Ja, wirklich? Sie haben wirklich gemeint, sie können jetzt einfach ach, obwohl 20 Leute, also unser Match? Während der FCB gelaufen ist. Ah, das ist eine schöne, das ist, was du noch gesagt hast, das ist noch wichtig. Ja. Ja, das ist schlecht. Das ist nicht gut angekommen. Sind sie also, an einem Stück wieder rausgekommen? Sie sind nicht wieder gegangen. Gut. Sie haben nicht mal ein Bier getrunken. Ich wollte noch kurz sagen, Patrice, dass der Jogi Löw Thomas Müller zurück in seiner Nazi will haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das gesagt hat. Er hat einmal gesagt, er sieht die Möglichkeit, dass er zurückkommen kann. Thomas Müller, unser aller Lieblingsspieler, seit er den Sommer so abgecheckt hat. Die EM interessiert mich nicht. Ich habe meine Ferien eh schon gebucht. Muss ich einfach kurz erwähnen. Tommy Müller, sympathischer Typ. Ja, genau. Ja, noch schnell Italien. Er hat gestern noch schnell reingeschaut. AC Milan 4-2-0 zur Pause im grossen Derby, wo ich nie weiss, wie es heisst. Mediadonna, keine Ahnung. Im grossen Derby von Mailand. Ibrahimovic, Goal und Assist. Okay. Inter 13 gewinnt 4-2, macht 4 Goal in der zweiten Halbzeit. Ist nicht Ibra noch gar noch krank gewesen, habe ich gelesen, oder nicht? Ibra, gerade aber. Ein Ibra ist nicht krank, oder wie sagst du? Hat er Fieber gehabt, irgendetwas? Ich habe irgendwas gelesen gehabt. Ibra hat Fieber gegeben. Ich meinte, ich habe da nur die Überschrift gesehen, Ibra, Fieber, irgendwas. Und dann macht er doch noch ein Goal und ein Assist. Stell dir vor, der war gesund gewesen. Der Typ kann es immer noch, mit 42. Pass, am Wochenende ist aber etwas anderes noch passiert. Und zwar, der FIFA E-Club World Cup ist gesehen. Geil. Du weißt, was es ist? FIFA zocken. Jo, E-Sports. Liebe Fans. Das, was ihr alle auch macht daheim an der Xbox und das, was ihr so für Pöne dient. Hey, ich habe eine PS4. Oder auf der PS4. Jedenfalls, unsere beiden Spieler, der Nicolas 99 FC. Heißt du wirklich so? Ich weiß doch nicht, das sind ihre Nicknames. Müssen wir ihm einen neuen Namen geben? Der Cody, der Finisher. Heißt du? Spielst du online? Nein, ich spiele Football Manager, ich bin alt. Hey, yeah. Kein FIFA. Patrice, los. Nach der 9-0-Niederlage gegen dich. Habe ich nie mehr Konsole nachgelassen. Ah, wirklich? Habe ich dir das abgewöhnt? Ein bisschen. In einem 4-Minuten-Match 9-0. Das ist nicht lustig gewesen. Ich bin der Heat online, auf wie ich es gesagt habe. Genau. Immerhin irgendwo. Jedenfalls, der FCB, also unsere beiden Spieler, besser gesagt, haben die Gruppenphase überstanden, haben aber nachher in der ersten K.O.-Runde leider gegen Sporting Lissabon sich geschlagen gegeben. Trotzdem Cody der Finisher. Recht geile Namen. Jo, es sind halt Namen. Ich weiß auch nicht. Jedenfalls, hat es jetzt einen Stream gegeben? Ja, für mich ja. Aus irgendeinem Grund. Zufällig bin ich auf Facebook gesehen. Was ich so einmal pro Tag, bin ich immer noch auf Facebook. Es existiert noch. Aber ja, ist mehr als Werbung eingeblendet worden und es hat gerade der FCB gespielt. Ich sehe noch Hundevideos und ich habe das nicht gesehen. Es ist Sponsored Content gesehen und ich habe direkt den Match geschaut und ich habe wirklich geschaut.
Also, ich hätte mir jetzt vielleicht kein Reminder gesetzt im Kalender, um diesen Match zu schauen. Nein. Aber ich hätte es schon gern gewusst. Weißt du, also hätte ich jetzt beim FCB gesehen, dass so eine Push-Meldung kommt, Leute heute am 3. Eine Push-Meldung, aber das war's. Das ist ordentlich. Das ist nicht zu viel, oder nicht? Nein, das kannst du machen. Das kann man eigentlich mal machen, oder? Auch um das mal ein bisschen pushen. Also vor allem, wenn WM ist und wenn es so ein Match ist, kannst du Entschuldigung. Pushen mit dem Link. Ich weiss, es ist immer ein bisschen verpönt, aber die E-Sportler rissen sich der Arsch auf. Es ist recht witzig. Ich habe wirklich nur 3-4 Minuten zugeschaut und dann habe ich so Bock bekommen, dass ich selber angezocken habe. Eben. Also lieber FCB, warum hat es eigentlich keinen Stream gegeben? Und wenn es doch einen gegeben hat, dann Entschuldigung, ja, ich habe ihn nicht gesehen. Push-Meldung wäre doch nett, dass wir das können planen, dass wir können während dem Einkaufen im Mikro können das Handy schräg halten und den Match schauen. Also ich gehe keine Push-Meldungen, das bin ich zu busy. Und das ist noch etwas anderes, Patrice. Ja. Das Trikot von der E-Sportler, hast du das schon mal gesehen? Nein. Es ist der Hammer, es ist grau, FCB-Logo und gab es ein paar schwarze Flecken. Es ist richtig geil. Warum kann ich das nicht kaufen? Keine Ahnung, wann hast du das letzte Mal ein Trikot gekauft? Lass mich doch in Ruhe. Hast du nicht eins von Zanni? Nein. Machst du, ich habe meine Freundin eins vom Steini geschenkt. Ah, vom Steini, stimmt. Ja. Shit, ja, nein, keine Ahnung. Glorreicher Rechtsverteidiger. Nein, aber das Trikot, du musst es mal anschauen, das ist der Hammer. Ich und ich würde es auch gerne vielleicht kaufen zu einem erschwinglichen Preis, FCB. Verstehen Sie mich? Dann etwas anderes, Patrice. Und jetzt müssen wir kurz mal aktiv werden, interaktiv aktiv werden. Die FCB-Damen haben ja, glaube ich, auch wieder gespielt, oder? So, Patrice, geh jetzt mal auf fcb.ch, oder? Ja, das ist unsere E-Mail-Adresse, wo wir mal vor 20 Jahren im FC, weißt du das, gesehen, abgekauft haben. Haben doch einen Rechtsstreit gehabt, weil sie fcb.ch ganz am Anfang hat irgendwie im FC Birmensdorf oder so gehört. Ah, wirklich? Ja. Haben wir auch das verpasst? Das haben wir müssen zahlen. Sie haben es aufgeschaltet, glaube ich. Jetzt sehe ich, glaube ich, Auswärtssieg in Bern zum Auftakt des neuen Jahres. Vor einer Stunde. Wir haben gerade wollen der FCB fertig machen, dass jeder Seich da steht, aber die Frauen nicht. Super. Ich meine, immerhin 2 Tage Sport. Nur, ist okay, oder? Ja, du brauchst schon einen Moment, um so einen Bericht zu schreiben. Ja, ja. Das wissen wir, seit du bei Kult geschrieben hast. okay, also FCB, schaut, auch hier, da könnte es doch ein bisschen schneller kommen. Ich meine, die Frauen sind euch auch wichtig. Machen wir doch etwas anderes. Was hat die U18 gemacht? Weil der Trainer von der U18 ist wahrscheinlich im Gespräch als neuer Trainer bei uns. Finden wir das? Erste Mannschaft Nachwuchs. Beim Nachwuchs. Partnerschaft Basel. U18, ja. Da ist sie ja. Sieht aber nicht so schlecht aus. Die Zeit ist schön. So. Fotos. Da sind News. Bin ich richtig? News. Impressionen aus dem U-Trainingslager. In Teneriffa. Also haben sie kein Match gehabt, so wie es aussieht. Hast du noch Resultate und Spielplan? Hier wo klicken. Du auf der SFV kommst. Da komme ich, ja. Auf der... wo da nicht funktioniert. Auf der Fußballverband Nordwestschweiz komme ich. Also wissen wir auch nicht, was der FCB U18 gemacht hat. Nein, wissen wir nicht. Ich verstand ja schon, dass nicht jedes Team vielleicht... Es ist wirklich ein riesiger Aufwand, all das abzudaten. Aber ist es? Ich erwarte schon, dass immerhin die beiden ersten Mannschaften von den Männern und nicht von den Frauen auch mal in Zeiten der Gleichberechtigung Auftritt ist nicht so schlecht. Im Allgemeinen. Nein, die Website ist auch gut. Ich finde sie schön. Aber wir können sie vielleicht mal genau auseinandernehmen. Mal aber es ist auch so, wir sind gestern oben, habe ich wollte unsere Sendung parat machen und habe nichts gefunden über den Frauenmatch. Und der war am Samstag gewesen. Also ich hätte es vielleicht gefunden, wenn ich jetzt auf Google gegangen wäre und wäre noch ein bisschen weiter rumsuchen, aber auf der FCB-Seite habe ich nichts gefunden. Ich gebe zu, dass ich Instagram nicht gecheckt habe, weil ich finde, das muss eigentlich auf der Website stehen. Ja, ja. Oder? Hast du recht. Natürlich habe ich recht. Ich meine, Entschuldigung, das kann aber was haben Sie gemacht jetzt am Schluss? Ja, sie haben es jetzt aufgeladen, vor einer Stunde ist es gekommen. Ja, und was ist das Resultat gewesen? Oh, sie haben gewonnen. Gut. Jetzt. Sie haben gewonnen, Auswärtssieg in Bern. Und das ist mir eigentlich gegangen, weil der FCB besiegt IB. Top. Und das muss es sein. Sie haben 3-2 gewonnen. Gratulation. Und die Goal haben geschossen Lara Marti, Triola Cemaili. Cemaili? Ja. Das ist die Schwester. Und Ivana Fuso. Das schreibt sich ein bisschen anders, oder? Ja. Ja, ja, aber Cemaili, super. Kannst du schreiben. Gratulation. Und wir kommen jetzt gleich mal an den Match. Das haben wir nicht vergessen. Wir machen. Auf jeden Fall. Können wir den Kontinent wechseln, wie du so schön sagst? Gern.
Sind wir schon so gerne, weit? Aber es stürmt. Ich möchte eigentlich in den Flieger sitzen. Chennai hat gespielt. Zweimal in den letzten Tagen. Und zwar, den ist nicht so gut gelaufen vorher. Die sind bis auf Platz 10 runtergefallen von 11 Mannschaften in der Liga. Da haben sie zuerst mal am Mittwoch gespielt, daheim gegen die Indian Arrows, also gegen die indischen Pfeil. Sie haben 1-0 gewonnen. Unser Freund, der Jan Musangu, hat durchgespielt. Nice. Das ist schön. Sie haben wieder mal gewonnen. Und der Jan hat das erste Mal jetzt 90 Minuten gespielt. Dann. Super. Also ich glaube, sie bauen auch wirklich auf. Sie werden also ich als, wenn du das von der Ferne beobachtest, habe ich das Gefühl, die bauen auf. Ja, spannend. Also, ich finde das irgendwie noch cool. Und dann haben sie gestern gespielt gegen vielleicht die Mannschaft, die vielleicht den coolsten Namen von allen hat. Die Churchill Brothers. Sie heißen wirklich sie Churchill, heißen Brothers. Churchill Brothers. Sie haben, wir nicht die gekauft? Nein, sie haben nicht. Churchill so einen geilen Namen. Und Chennai hat auswärts gespielt, 2-1 gewonnen. Und zwar ist das Spiel fast 85 Minuten lang 0-0 gewesen. Chennai macht ein Führungsgoal. 2 Minuten später bleicht Churchill aus. Der Churchill hat ausgeglichen. Der Churchill selber hat sich an Kriegerin ausgeglichen. Und dann die 93. Minute, und zwar einmal im Positiven, der Jan Musangu schießt das entscheidende 2-1. Finito. Chennai ist jetzt auf Platz 5 in der Tabelle und wir gratulieren dem Jan Musangu ganz herzlich. Zu seinem ersten Goal. Zu seinem ersten Goal und wohl das erste Goal von einem Schweizer Spieler in Indien. Nehme ich jetzt nur schwer an. Ziemlich sicher. Nicht, dass ich wüsste, dass es ein anderer Stück wäre, aber vielleicht ist das der erste Schweizer Treffer in Indien. Wir haben Historie geschrieben an dem Wochenende. Fantastisch. Fantastisch. Jenna auf Platz 5 jetzt und sind wir gespannt, wie das mit dem Jan weiterläuft. Wir bleiben dran. Ein Dream. Ein wunderbarer Dream. So. Kommt jetzt das letzte Topic. Ah, oh, der Ehemalige von der Woche. Das ist ein ganz spezieller Freund von dir, glaube ich. Nein, ich kenne ihn ja gut. Der hat seine Karriere beim FCB angefangen. Und zwar 1995. Das erste Spiel gemacht. Und ist dann etwa 4-5 Jahre beim FCB gesehen. Ist im 2000 rum zu Xamax gewechselt. 23 Spiele dort gemacht. Nochmal zu Yverdon. Irgendwann zum FC Luzern. Das hat ich nicht gewusst. Ich habe das alles nicht mehr gewusst. Ich habe eigentlich alles dumm Schluss nicht gewusst. Nein. Wo der gegangen ist, ist fertig gewesen. Er hat dann beim FC Luzern in der Challenge League noch dafür 10 Spiele machen und hat dann überwangen bei Olten beim FC Liestel seine Karriere beendet. Er hat 182 Einsätze gehabt insgesamt. Ja, das war bei Wangen. Der Verein hat immer so Gerüchte gesehen um den Verein, dass die so viel Kohle haben. Seine Karriere 20 Goal gemacht. Und ich glaube, er war beim letzten Match im alten Jockeli auf dem Rasen gesehen. Das stimmt. Ist er, oder? Ja. Ich glaube einmal. Also, ja. Doch. Er ist jetzt einmal heute Polizist. Von wem reden wir, Patrice? Jo, wenn es ein Polizist ist, dann gibt es noch einen, den kennen. Also, ich kenne ihn nicht, aber... Er hat mich sicher schon mal kontrolliert. Das ist ganz sicher. Sie kontrollieren mich immer. Wir sind von Marco Job, ja. Ladies and Gentlemen. Und da habe ich noch ein paar lustige Sachen zu erzählen. Und zwar, als meine Freundin noch ein bisschen jünger war, ist so wohl um die 8 herum, sie ein riesen Fan von Marco Job gewesen. Schon ihr erster Lieblingsspieler gewesen. Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. Jetzt wird er wieder geschlagen heute oben. Und da er hat auch nur 2 Tage nach meiner Freundin Geburtstag. Also hat sie ihm auf Geburtstag glaub, gratuliert und so, immer wieder mal so Fanbriefe geschrieben. Und weißt du, wie nett er gesehen ist? Jetzt mit 8 hat mit sie einen Fanbrief 8, geschrieben, ja? im Job, wo ja. gleich alt ist. Ah nein, der ist älter. Nein, der ist schon nicht im 9-jährigen Job von der Union bewegt. Der ist alter, der Marco Job ist ja Jahrgang 70 oder irgendwas. Hat das Teenie-Schwarm gesehen von ihr? Ja, Pre-Teenie. Die ist 8 gesehen. Ja, der gefällt es auch. Jedenfalls. Er hat noch sie und hat die Familie an den Geburtstag eingeladen. Was? Mehrmals, glaube ich sogar. Wenn ich es richtig sage, mehrmals. Wieso? Und noch viel besser. Sie hat sogar einen Eintrag im Meine-Freunde-Buch von Marco Job. Und sie hat mir gestern gesagt, auf das bin ich immer ganz stolz gewesen. Aber sie hat das Match-Trikot von ihm, das er ihr besprochen hat, nie bekommen. Was? Und das müssen wir schon erwähnen, Marco. Marco, so nicht. Also wenn du das hörst, du schuldest uns noch einen, bitte ein uns Polizist ohne R. Das hast du gesagt. Das gibt es ja nicht. Marco Job, ich habe leider nicht viel Erinnerung an ihn als Spieler. Gar ich weiß wirklich, er ist... Ich kann mich erinnern, dass er blond war. Blondiert, glaube ich. Blondierte Haare hat er gerade so richtig einen N-Sync-Style, blondierte Haare, glaube ich. Nein, ja, Chef, was, das hätte er können. Er ist relativ gross gesehen, glaube ich, so das ist so ein bisschen... Hast du Zentrumspieler gesehen oder Mittelfeld?
Wenn ich kann mich so blöd erinnern. Ich habe keine Erinnerung an Marco Job. Sehr wenig. Nein, keine. Wenn mal deine Freundin fragen, das nächste Mal. Da hat es noch irgendwelche Fanvideos oder so. Weiß ich nicht. Ich gehe mal durchs Archiv. Jedenfalls, wir sind fast am Ende. Aber natürlich unsere Grüße an lieben Marcel Koller. Ja, du hast das wirklich gut angebracht mit dem Zürich-Match. Jetzt treffen wir am Wochenende auf Patrice. Auf was treffen wir? Auf Thun. Kommt Thun. Ich habe keine Nein. Oh, ach, kommt, wir müssen schnell nachschauen. Patrice, gehst du kurz schauen, ich unterhalte mal das Publikum. Ich gehe auf www.fcb.ch. Und dann, was kommt als nächstes? Kommt der FC Thun am Samstag, am 7. Super. Samstag am 7. Der FC Thun, Jungs, du müssen gewinnen. Ich hasse dieses Spiel am Samstag am 7. Wieso? Weißt du, den ganzen Sonntag frei kannst chillen? Ja, eben. Ich würde lieber am Sonntag ein bisschen chillen und den Match schauen. Ja. Nein, Samstag 7 ist okay. 8 ist mir immer ein bisschen Sport gewesen. Ich freue mich sehr drauf. Der FC Thun, das macht mir auch weh, dass wir mit meinem Gewinnen brauchen 3 Punkte. Ja, ich hoffe, dass deine Freunde nicht zu gut spielen. Und dann am 20. ist dann schon bereits Europa League auswärts. Ich muss noch ein Spiel holen. Für auswärts? Gehst du auf Zypern? Nein, für daheim, sorry. Für daheim. Zypern gehe ich noch nicht. Das ist dann am 27. Einmal lieber Marcel, weiter so trainieren wie bis jetzt. Ähnlich aufstellen. Überlegst du, Bunyaku, behältst du noch drin. Lass Zuffi noch eine Runde auf dem Bänkli, das soll noch ein bisschen geiler nein. werden aufs Spiel. Nein. Zuffi bringen. Alles gut. Alles gut? Alles gut. Alles gut. Das ist bei uns alles gut. Liebe Zuhörerinnen, Zuhörer, bis nächste Woche. Schönen zusammen. Eine schöne Woche. Tschüss zusammen. Bye-bye.